Herzlich willkommen zurück zu weiteren Wasser-Pokémon auf den Karten, aber eigentlich sind es Eis-Pokémon und deshalb haben sie auch keine Elektroschwäche. Und wir können sie gefahrlos spielen. Ich würde euch gerne mitnehmen zu einer Runde Glaziola. Da gibt es ja zwei. Es gibt das V-Star und das V-Max. Da bin ich schon sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Wenn meine Stimme irgendwann nicht so gut sein sollte, bitte ich das zu entschuldigen. Es ist die Zeit dafür. Wenn man nur öffentlich befährt, kommt man nicht drumherum, fürchte ich. Aber so ist das. So, und da haben wir auch schon das erste Glaziola und zwei Bidizer. Aber ganz ehrlich. Obwohl, wir haben den Richter. Der Richter wird das schon irgendwie regeln. Das Boxdeck, okay, es ist schon lange nicht mehr da gewesen. Ich will mich nicht beschweren. Ich sehe nur die Nirgendwo-Karten direkt. Meine Laune geht von der obersten Stufe auf die zweithöchste. Das kriegen wir schon hin. Ich glaube, das ist auch das Giratina-Deck wegen den Drachenhöhlen. Wird schon irgendwie werden. Zwei Mulligans in diesem Deck? Was ist denn da passiert? Das hält man ja auch selten. Wird hier auch gleich mal das Vitalitätsband anlegen. Einfach nur aus dem Grund, dass ich noch eine Pokémon-Ausrüstung anlegen musste. Deswegen sind wir auch nicht im. Ich habe eine neue Stufe und öffne einen Booster-Bildschirm. Ja, Kampfpass-Bildschirm oder keine Ahnung, wie das Ding genau heißt. Sondern wir sind direkt ins Match gestartet. Außerdem habe ich Bock auf Glaziola. Ist das nicht das beste Deck? Ich habe vermutlich mehr verloren, als ich gewonnen habe. Aber ich habe ein paar schöne Decks, gegen die ich gespielt habe. Ich habe mal seit langem wieder gegen Lunastein gespielt und sogar gewonnen. Aber das war auch ein Stück weit Glück am Anfang, glaube ich. Und so weiter. War einfach gut. Jetzt würde ich hier gerne weiter fortführen. Okay. Natürlich das Kugelei, klar. War etwas verwirrt dadurch, dass eine Energie an Strand Quajutsu angelegt wurde, aber das passt schon. Der Strandplatz ist weg, das ist sehr schön. Chromas finde ich jetzt ziemlich doof, da sind zwei Energien weg. Aha. EP-Kampfpass. Hätte gerne noch unser Stadion, dass wir weniger Schaden nehmen. Mehr Kurelei. Interessant. So, warte, was ist denn jetzt? Okay, Tauschwagen. Da werden viele Tauschsachen drin sein, wie es natürlich so auch sein soll. Scheinbar hat er dann doch nicht so schlecht gezogen. Chroma ist weg. Interessant. Wir sind am Zug. Perfekt. Ich muss die Mel spielen und hier schon meine Energie loswerden. Ich brauche einen V-Star oder einen V-Max. Eigentlich hätte ich aber lieber ein Bidi-Fass. Dann muss ich anderweitig darauf hoffen, dass ich da was in der Richtung ziehe. Wir müssen eine Energie weghauen. Und ich denke, ein Befehl vom Boss, der muss dann auch weg. Den braucht man in diesem Moment halt einfach nicht. Okay, weil viel mehr Bidi-Fass da sind als V-Max, hole ich mir jetzt das V-Max. Ich hoffe einfach darauf, dass wir schon das Richtige irgendwie. Energie, das hilft. Aber wir haben kein Bidi-Fass bekommen. Das macht es alles wieder ein ganzes Stück schlechter. Aber gut, was würdest du machen? Wir können zumindest schon mal eine Preiskarte nehmen. Bin gespannt, was der Gegner jetzt macht. Wir versuchen auch ein paar Kurelei kaputt zu bekommen. Ich habe noch überlegt, ob ich nicht das Rasladero spiele, Resladero oder wie es heißt, spiele. Aber habe mich dann doch dagegen entschieden. Vielleicht sollte ich das nochmal ändern. Ich habe überlegt, eine Karte zu spielen wie Mimi und Pokémon zu recyceln. Aber bisher funktioniert es so, wie es ist, ganz gut. Entweder ist Glaziola einfach nicht gut genug. Dann muss man das ganz klar so bekennen. Das ist nicht die beste Karte. Aber von der Konsistenz her und dergleichen läuft es eigentlich. Noch eine Energie weggeflogen. Minion, sehr schön. Mit unserem V-Star machen wir 180 Schaden. Das reicht für so ein Luminion.
Es darf jetzt aber nicht passieren, dass er mit dem Quajutsu und so meinen Bidi-Zer kaputt macht. Ich brauche da Bidi-Fass drauf. Giratina. Sand. Der Gegner hatte jetzt scheinbar erstmal nichts auf der Hand. Anstatt den Richter würde ich die Forschung des Professors spielen. Und ich krieg nicht das, was ich haben möchte. Dann hole ich mir halt noch das andere Bidi-Zer, nicht dass gleich das Quajutsu mir Probleme bereitet. Das ist ja doof gelaufen. Wir haben ja einen Befehl vom Boss auf der Hand. Potenziell können wir dann vielleicht nächste Runde das Dominion kaputt machen. Hätte ich Freude dran. Deswegen da schon mal 30 Schadensmarken drauf, damit wir es nächste Runde potenziell direkt kriegen können. So, er kann mir dann zwei Bidi-Zer kaputt machen. Das ist nicht schön. Es hätte ein Bidi-Fass kommen müssen, meiner Ansicht nach. Aber manchmal hat man das Glück einfach nicht. Das ist super ärgerlich. Kann ich aber jetzt nichts gegen machen. Deswegen auch das dritte Bidi-Zer. Damit wir dann zumindest noch ein Bidi-Fass kriegen. Ein Nestball. Noch eine Kurelei. Okay, damit können wir leben. Tschüss, Bidi-Zer. War schön mit euch. Ach nee, stimmt. Die haben ja eine Fähigkeit. Ich habe selbst nicht dran gedacht und der Gegner auch nicht. Wie gut. Wie unendlich gut. Oh ja. So darf das gerne öfter passieren. Ey, wirklich ein absolutes Träumchen gerade. Bidi-Zer, da funktioniert das ja gar nicht. Das ist einfach super praktisch gerade. Wir haben noch einen Befehl vom Boss. Wenn wir jetzt das V-Star kriegen, macht der 190 Schaden und die Giratina V hat nur 190 KP noch. Das heißt, wir brauchen nur ein klein wenig Glück und die Sache läuft. Noch ein Giratina V. Akromas, okay. In meinem Leben, da ist ein Tauschwagen weggeflogen. Ein Boss und noch ein Orgel. Illusionsportal, okay. Ist jetzt das Ziel? Eine Energie anlegen. Und das Giratina. Damit können wir leben. Ein Tausch für das andere Kurelei. Genau. Also ich sehe noch nichts, was uns das jetzt so weit kaputt gemacht hätte, dass wir großartige Probleme hätten. Ich glaube, ich muss dann einfach mit dem Richter... Nee. Doch, wir... Nee, ich kann den Richter nicht spielen. Ich muss ja den Befehl vom Boss spielen, um das Giratina wieder zu kriegen. So, gleich mal das Glaciola vor. Ich sehe nicht, wie er es mir kaputt machen könnte. Kriegt jetzt Schaden drauf, okay. Das sehe ich. Damit können wir aber auch, denke ich, leben. Gut, oder wie unendlich schlecht für den Gegner. Was haben wir denn jetzt für ein Glück, bitteschön? Das ist ja schon mies. Achso, siehst du, ich hätte auch einfach das andere kaputt machen können. Ich sehe hier gerade den Kristallstern. Ah, ganz ehrlich, ich freue mich riesig. Das ist definitiv eines der Decks, wo ich sagen würde, da haben wir schlechte Chancen dagegen. Wir hatten ein ganzes Stück an Glück, das sehe ich ein. Aber das Deck konnte auch einfach mal zeigen, was es machen soll. Großartig. So. Das Profil, die Profilstufe braucht keiner oder die Animation. Ich würde gerne hier was machen. So. Wird 21 erreicht. Gleich noch ein paar Erfahrungspunkte mehr. Und wir kriegen noch einen Booster Pack. Liebes Spiel, worauf warten wir? Auf ein weiteres Rasa. Noch einen Staraptor. Nigiragi hat man schon, aber da gibt es noch die alternativen Artworks. Hätte ich sehr, sehr gern. Stattdessen kriegen wir ein weiteres Sweeps. Na gut. Und noch einen Koraidon. Ich weiß nicht, wie viele 3 Millionen Stück ich da schon habe mittlerweile.
Aber na gut, das passt schon. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins nächste Match rein. Dann wäre so ungefähr immer 3 zu spielen, vielleicht auch mal 4. Oder wenn es 2 sehr lange sind, dann hätten nur 2. Und ein Elektrodeck, so wie das für mich jetzt ausschaute von den Höhen her. Aber wir haben ja auch keine Elektroschwäche, trotz dessen, dass wir Wasser-Pokémon sind. Wird also passen, denke ich. Ich wäre sehr gerne als Erster dran, ja. Ich weiß noch nicht, ob mir das zum Vorteil gereicht, aber ich hoffe schon. Okay, mit dem Blatt hätte ich mich auch nicht drum gestritten, wenn ich als Zweiter angefangen hätte. Aber okay, das passt schon. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Es kommt, glaube ich, eher darauf an, wie gut jetzt der Gegner einen Start hat, weil das Miraidon-Deck ist ziemlich stark. Auch schon direkt Miraidon. Das macht es ein ganzes Stück schwieriger für uns. Wir holen uns hier erstmal einen Bidizer. Glaziola könnten wir nächste Runde spielen. Dafür müssten wir aber auch eine Mel kriegen. Mel könnten wir höchstens mit einem Bidifass ziehen. Aber ich würde es probieren. Wir werfen die Forschung des Professors weg. Wir werfen eine Energie weg. Und wenn es dann komplett schief geht, bin ich selbst dran schuld. Ich spiele jetzt da drauf, dass wir mit Bidifast dann eine Mail ziehen. Damit wir dann direkt Miraidon X kaputt machen können. Wenn er allerdings jetzt den elektrischen Generator zieht und direkt mit dem Photon Blaster unser Glaziola kaputt machen kann, haben wir verloren. Aber ich denke mir, ich weiß genau, dass das gegnerische Deck besser ist. Der Gegner hat scheinbar gut gezogen. Und dementsprechend, gehe ich lieber das Risiko ein, direkt den Gegner eins drauf zu geben. Weil wenn je länger das Match läuft, desto besser dürfte der Gegner unterwegs sein. Also High Risk, High Reward, weil ich glaube, dass wir im Normalfall verlieren würden. So nach dem Motto. Eine Energie am Raikou, damit können wir leben. Rausch. Zieht er jetzt mit leichtfüßig eine Karte und hofft auf den elektrischen Generator. Ein Richter. Schlecht. Ja, dann hoffe ich auf das strahlende Guajutsu, so wie es ausschaut, und dass er jetzt nichts kriegt. Er geht scheinbar auf die VMAX. Wenn wir unser VMAX rausbekommen, fühle ich mich relativ sicher. Erst beziehen wir Karten. Wir brauchen das V-Star unbedingt oder das Bidifass. Wir haben keine Mel. Sagen wir mal ganz ehrlich, ohne das Bidifass wird die ganze Sache nicht mehr. Ich werfe jetzt lieber das V-Star weg. Auch wenn mir das Herz dabei zerbricht. Wir müssen hier noch mehr Karten ziehen. Wir brauchen jetzt wieder das andere V-Star und eine Mel. Sonst wird das nichts. Ja. Dann brauchen wir noch eine Energie. Entschuldigt. Das war etwas zu gut. Das war definitiv besser als erwartet. Super interessant. Großartig. Einfach nur richtig großartig. Iris Kyrie Ward. Ich habe keine Ahnung, wieso das funktioniert hat, aber manchmal muss man auf das Herz der Karten vertrauen, habe ich gehört. Vor ewigen Zeiten einmal. Das macht es natürlich deutlich schwerer für den Gegner. Das kann eigentlich Elektro werden. Während des nächsten Zuges deines Gegners werden diesem Pokémon durch Attacken 100 Schadenspunkte weniger zugefügt. Hey. Aber der Gegner hat auch gut gezogen. Ja, du kannst gerne angreifen. Damit kann ich, denke ich, leben.
Was wir noch bräuchten, wäre ein weiteres Glaziola V. Da waren wir bisher nicht so erfolgreich, aber dadurch, dass bisher alles geklappt hat, wird das schon irgendwie werden. Okay, Schmetterhammer geht daneben. Finde ich gut. Der Gegner höchstwahrscheinlich nicht. Das ist Schmetterhammer. Ich finde, diese Karte sollte überhaupt nicht im Spiel sein. Die ist einfach nur dumm. Ja, da bin ich mit einverstanden. Greif ruhig an. Hat da jemand den Sekundäreffekt nicht gelesen? Könnte ich mir vorstellen. Ich habe mir jetzt gewonnen. Wir hatten ein absolut grandioses Blatt. Der Gegner hätte bestimmt anderweitig gewonnen. Aber... tja, wir haben trotzdem gewonnen, weil Glaziola Wies da einfach mal genau das gemacht hat, was es machen sollte. Vielleicht können wir jetzt auch nochmal in einem Match mehr von Glaziola wie Max sehen. Wobei, das haben wir auch schon mal gesehen. Also ich glaube, wir haben mal schon alles gezeigt, was dieses Deck machen soll. Es ist nicht das Stärkste, aber es kann Spaß machen. Und das ist die Hauptsache. Ich hatte auch irgendwie gehofft, dass mehr Feuerdecks rumlaufen. Es gibt ein Magma-Becken, es gibt ein neues Arcani und allen drum und dran. Aber scheinbar ist Arcani bei weitem nicht so gut. Schade drum. Andererseits, es gibt wenig Wasserdecks im Moment. Weil ganz viele Elektrodecks rumlaufen. Wenn das natürlich jetzt ein Stahldeck ist da drüben, dann haben wir Probleme. Magnetilo. Das wird doch wieder Miraidon Magnezone X-Deck sein. Nein. Ein Dialga-V-Deck. Wenn er das zum Lauf kriegt, haben wir massive Probleme. Dann haben wir direkt verloren eigentlich. Das ist ja nicht schön. Aber gut, beschweren hilft nicht. Wir versuchen das Beste draus zu machen. Wir holen uns erstmal einen Bidizan, werfen dann noch die andere Wasserenergie mit der Forschung des Professors weg. Hallo, machst du was? Dann haben wir noch viele andere interessante Karten bekommen. Ich hoffe auch Quajutsu. Eine Mel wäre super. Das ist keine Mel, aber wir können hier eine Energie schon mal beschleunigen. Dann haben wir das V-Max direkt draußen. Solange er nicht das V-Star da irgendwie zum Laufen kriegt. Sei es drum, wir schaffen das schon irgendwie. Wenn er das zum Laufen kriegt, dann war es das. Wir haben riesige Stahlschwächen. Roton. Interessant. Damit habe ich nicht gerechnet. Da ist leider schon das V-Star. Ich bin leider schon einen Befehl vom Boss losgeworden. Ja, wie gehen wir hier weiter vor? Schauen wir mal, wir spielen die verborgenen Karten. Wir brauchen einen Befehl vom Boss. Das ist kein Befehl vom Boss, da bin ich mir relativ sicher. Hyperball. Das könnte uns vielleicht noch helfen. Ich werfe mal hier einen V-Max weg. Ein Fluchtseil. Wir holen uns schon mal Nachschub. Mit Glaziolas. Ich muss eigentlich dem Dialga V-Star direkt mal Schaden drücken. Aber so auf diese Art und Weise schaffe ich das definitiv nicht. Oh Mann. Tja, wie weiter? Ich spiele das Fluchtseil und hoffe darauf, dass ich noch einen Tausch kriege, um das strahlende Quajutsu zu kriegen, wieder aus der aktiven Position rauszukriegen. Dann können wir das hier mit seinem Sekundäreffekt besiegen. Das lief anders als erwartet. Warum sehe ich denn da ernsthaft? Ich bekomme es jetzt nicht mehr aus der aktiven Position raus. Wir haben keinen Tausch gezogen, kein gar nichts. Ja. Es lief etwas unglücklich. Was ist denn das jetzt?
doof gelaufen. Das ist super doof gelaufen. Er macht halt auch immer mehr Schaden, je mehr Steinenergien da dran sind. Liegen zwei Steinenergien weg, dann kann ich jetzt, glaube ich, zwei Karten raussuchen, ja. Wenn das nicht ein Sonderbonbon und das Magnezone ist, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, an der Stelle haben wir eigentlich schon verloren. Ich bin mir nur noch nicht sicher, deswegen lassen wir es auf alle Fälle laufen. Und wenn wir mein Match verlieren, ist das auch nicht das Problem. Ich würde nur nicht unbedingt eure Zeit und meine Zeit verschwenden wollen. Das lief jetzt leider sehr unglücklich. Aber gut, hilft ja nichts. Noch ein Dialga-V, okay. Das ist nicht gut für uns. Das ist gar nicht gut für uns. Legt er noch eine Energie an, hat einen Befehl vom Boss, kann er direkt drei Preiskarten nehmen. Wird er aber nicht machen, weil er versucht, jetzt möglichst viele Energien als Dialga-V-Star zu kriegen, um seine V-Star-Fähigkeit einzusetzen. Aber die Totheit ernsthaft? Oh, Mann. Aber gut, meckern hilft nicht. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Unser V-Max wird dann kaputt gehen, egal wie. Das ist jetzt leider sehr, sehr ärgerlich. Aber das ist jetzt wohl so. Wir können ihn dann ansprechen und dann hoffen, dass man mit dem Glaciola ihn rausnehmen kann. So, was kommt da noch? Strahlendes Quajutsu, okay. Dass es zweimal funktioniert. Aber klar, das macht durchaus Sinn. Das ist ja auch beabsichtigt so. Es ist einfach nur super bitter gerade. Ja, also wenn wir das nicht verlieren, dann weiß ich auch nicht. Ich sehe nicht, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Das Gute ist, der Gegner hat schon mal keinen Befehl vom Boss. Wir werden ihm jetzt auf dem Dialga V-Star ordentlich Schaden drücken. Oder ordentlich ist es gar nicht, aber ein Stück weit. Das müsste auf alle Fälle reichen dann. Versuchen uns hier noch. Wir haben nicht mal mehr ein Bidiza. Oh. Ja, wir haben verloren. Er könnte das V-Star nicht kriegen. So können wir vielleicht noch gewinnen. Aber ansonsten ist die Nummer eigentlich durch. Ich habe nämlich keine Mimi im Deck, um irgendwie noch ein BD-Zahl zu kriegen, die Pokémon V rauszukriegen oder sonst irgendwas. Ich kann jetzt nur noch darauf hoffen, dass der Gegner schlecht zieht. Ansonsten durch die Schwäche auf bei unserem Deck war es das, glaube ich, an der Stelle. Ja. Nee, da kommt das andere V-Star. Ja, dann will ich eure Zeit nicht verschwenden, meine Zeit nicht verschwenden. Hat der Gegner gut gemacht? Ich hatte trotzdem Spaß. Nehmen an, wir kriegen nicht noch irgendwie das nächste Level. Nee, dafür dürfte es zu viel sein. Aber gut, dann werde ich jetzt das nächste Deck zusammenbasteln. Und wir sehen uns dann oder hören uns morgen wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Bis dann.